Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit den Fraktionsmissionen. Und da die Fraktionsmissionen sowieso bei allen, ja, mehr oder weniger gleich sind, egal ob man, also man kann die ja eh nicht wiederholen, weil es sind immer jeden Tag neue oder jede Woche, ich weiß gar nicht mehr. Deshalb spiele ich hier auf meinem quasi Hauptcharakter, bei dem habe ich auch die Tarnung aus Operation Motherland in MK3. Gut, so, wir haben jetzt den Auftrag, die Sentinel-Basis zu säubern. Einsatzgebiet südöstlich von Scott Glacier. Ich habe das Ganze hier da hinten schon mal markiert. Der Bunker Edge Hot South. So, wie soll das Ganze hier vonstatten gehen? Ich versuche, diese Folgen hier so 10 bis 20 Minuten zu halten. Werden wir dann sehen, wie viele Fraktionsmissionen wir in der Zeit schaffen. Und ja, ich würde an und für sich gerne den Breakpoint-Content noch so lange strecken bis nach der Gamescom. Ich meine, Ubisoft hat zwar eigentlich schon mehr oder weniger angekündigt, dass nichts zu Ghost Recon angekündigt wird, aber ich habe ja doch irgendwie die Hoffnung, dass wenigstens irgendwas angekündigt wird. Keine Ahnung, wenn es nur ein Remaster vom ersten Teil ist oder so. Die Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Ja. Und ja, wenn nicht, dann werde ich sehen. Dann habe ich überlegt, weil die Umfrageergebnisse, als ich im Community-Tab gefragt habe, was ihr... Ich habe die nicht ausgeschaltet. Was ihr nach dem Breakpoint-Content gerne sehen möchtet, da waren die Ergebnisse zwischen, beziehungsweise der Unterschied an Stimmen zwischen ein anderes Ghost Recon-Spiel oder ein Spiel in ungefähr dem gleichen Genre. Ungefähr gleich. Ich glaube, anderes Genre hatte, das gleiche, anderes Spiel im gleichen Genre hatte, glaube ich, 2-3% mehr oder so. Ich habe jetzt aktuell gar nicht reingeguckt, ob sich da nochmal was dran geändert hat. Auf jeden Fall würde ich dann Ghost Recon Wildlands gern mal spielen mit dieser Ego-Perspektive-Mod. Und das dann, ja, vielleicht sogar im Ghost-Modus. Heißt der Ghost-Modus? Dieser Permadeath-Modus halt. Und auch ohne KI-Kameraden. So, ja. Und natürlich auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Einfach, damit wir da ein bisschen Content haben und es auch möglichst schwer ist und es keine Chance gibt, irgendwas nochmal zu versuchen. Quasi ein No-Death-Run. Jo. Oder vielleicht doch mit KI-Kameraden. Ach, das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch immer so alle 4 Folgen eine Umfrage, ob in den nächsten 4 Folgen KI-Kameraden aktiviert sein sollen oder nicht. So, das hier ist es auf jeden Fall. Kann ich die Markierung mal gerade schnell entfernen. So. So, da haben wir ein paar Leute, die wir befragen können für eine andere Fraktionsmission, nehme ich an. Da sind aber auch ein Haufen Infos drin. Sollen das Ding hier säubern, ne? Jetzt ja. Sie sich die Drohnenproduktion vor. Ihr nächstes Ziel könnte so ein alles Unfug. Sein. Macht niemand zu sehen. Bereit. Ja, ich weiß. Verstanden, Sir. Hier draußen rührt sich nichts. Okay, alles besser. Ha? So, hören wir den Kneckes mal hier. Rede mit mir. Jetzt weißt du doch alles. Lass mich gehen. Cool. Haben wir schon eine Info für eine andere Fraktionsmission? Bin ich erschrocken. Oh, hallo. Hey. So das Ding, Ghostlead. Ernsthaft? Habe ich jetzt ehrlich dagegen geschossen? Na toll. Prima. Ganz großes Kino. Ich will den Kameraden aber
keinen Feuerbefehl erteilen, weil die einfach zu krass sind. Und die Fraktionsmissionen an sich, die sind ja schon sowieso relativ leicht. Hey, 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 seid wachsam! Wir haben die Sätze. Hey, hey! Komm, 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 put, 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 put! Ich spiele hier übrigens mit der ACR. Als Perk habe ich, wie du vielleicht schon gesehen hast, 10% EP-Bonus genommen. Und die Waffenmeisterschaft ist für Pistole und AR auf dem maximalen Level. Glaube ich. Kann ja gerade mal gucken. Waffenmeisterschaft ist ja komplett hoch. Für Pistole und AR. Falls du dich wunderst, warum ich mit der Waffe im Anschlag gefühlt schneller laufe, als wenn ich so laufe. Verdammt nochmal, Jugend. Linke Ecke nicht gecheckt. Böser Fehler. Wo sind die? Ach da, guck mal. Nö, da ist niemand. Cool, nee. Ein kaputter Chinook. Der ist aber ein bisschen klein, oder? Also irgendwie maßstabsmäßig ist das, glaube ich, nicht richtig. Oder? Ich meine, ich war noch nie in so einem Chinook, aber in anderen Spielen waren die Dinger immer größer. Die transportieren doch auch Panzer und so, oder? War das? Nein, es ist immer noch... Bin ich hier richtig? Bin ich hier überhaupt richtig? Bunker Headshot Sau. Bunker Headshot Sau. Ja. Ist die Fraktionsmission vielleicht verbuggt? Team, feuerfrei. Bleibt feuerbereit. Keine Ahnung, wo noch jemand sein soll. Ah, da unten zählen die vielleicht auch noch. Das ist gar keiner. Das ist gar keine. Ich dachte, das ist eine. Ich dachte, da steht einer. Ach, man kann da rein. Team, zu mir. Rück zu meiner Position vor. Man kann da unten rein. Ach nee, das war der letzte. Okay. Okay, gut, das waren jetzt knapp 8 Minuten. Und dann machen wir die mit dem Laster noch. Machen wir die noch mit dem Laster. Welche war das? Laster finden hier. Oh, ist sogar eine große Mission. Beziehungsweise eine schwere, in Anführungszeichen. So, Einsatzgebiet. Erstmal hier zu. Einsatzgebiet nördlich Godforsaken Highland. Godforsaken Highland. Außenposten Red Weasel. Das ist Camp Weasel. Außenposten Red Weasel, der sagt mir was. Das ist, glaube ich, nur eine Wolf-Basis, oder? Aber hier gibt's keine Wolf-Basis mehr, sonst außer die. Ist aber auch ein Good Hope Mountain. Da habe ich noch ein Fragezeichen. Gibt's? Hä? Ach so, okay. Checkpoint Weasel Alpha. Außenposten. Was soll das sein? So, wo ist denn Godforsaken Highland? Kann ich es vielleicht so sehen? Godforsaken Highland. Unknown Glacier, Silent Valley. Godforsaken Highland, hier. Okay. Außenposten Red, da ist er doch, Außenposten Red Weasel. Haben wir direkt da ein Biwak. Gut, das dürfte einfach sein. Denke ich. Ist zwar so ein Totenkopfauftrag, aber... Ach, der ist das. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand das bei Wildlands mit den Helis klauen, fand ich cooler. Und mit den Konvois überfallen. Also ich meine, hier gibt's auch Konvois, aber die sind halt nicht so geil, ne? So, Truck. What the fuck? Die haben Radpanzer da?
Okay, alles klar. What the actual fuck? Okay, ist doch nicht so einfach. 1, 2, 3, 4, 5 Drohnen. 5 Bodendrohnen. Was sind das für welche? Aim. 5 Aim-Drohnen. Alter. Und da ist der Truck. Okay, das, nun. Ja. I spoke too soon. Alter Falter. Mensch, ich hab eine Idee. Heli klauen. Und dann mit dem Heli irgendwo. Da hinten haben wir noch Scharfschützen. Sind da Scharfschützen drin? Ich glaube nicht, ne? Das wäre ein bisschen zu. Doch, natürlich. Sind da Scharfschützen drin, ist ja klar. Okay, dann. Mein Ziel erfassen. Roger, bewege mich zum Ziel. Da hinten ist noch einer gewesen immer. Jetzt aber nicht, ne? Ich geh mal gucken. Ne, da ist keiner. Da könnte noch einer stehen. Da ist auch irgendwo so eine da. Die können uns gefährlich werden. Ziel auf den Scharfschützen. Bewege mich zum Ziel. Gut. Haben wir Flugabwehr. Haben wir Flugabwehr hier? Wir haben 1, 2 Geschütze. Einen Mörser. Aber keine Flugabwehr. Das ist gut. Das ist gut. Jo. Gut. Gut, kriegen wir hin. Ziel auf den Funker. Bringe mich in Position. Auf dein Zeichen, Ghost. Feuer in 3, 2, 1. Feuer! Alles sauber. Sie sind tot. Rock'n'Roll. Das war total schlecht. 3, 2, 1. Und dann eine ewig große Pause. Was denn? Was soll die Scheiße denn jetzt? Ich weiß, ich hätte nur sollen die Leertaste drücken, ne? Mann. Ich stand schon so weit vorne. So, jetzt aber. Ach du Scheiße! Wie kann man sich so verschätzen? Ja, tschüsschen, Nomad. Grüß, Laura, Micha, die Truppe und die Kids von mir. Los geht's. Und das Ganze noch einmal. Ziel auf den Scharfschützen. Geil. Ich sehe ihn, aber er steht zu weit hinterm Pfosten. Ziel auf den Scharfschützen. Bewege mich auf Feind zu. Mein Ziel erfassen. Brauche freie Schusslinie. Das ist kein Scharfschütze. Sehe ich doch von hier. Das ist ein Raketenschütze. Raketenschütze identifiziert. Ja, ich hoffe, der schießt ihm nicht auf den Rucksack. Ich scout nochmal. Immerhin ist der Heli noch der gleiche. Ja gut, das ist alles noch gleich, wie vorhin auch. Alter, so viele Miniger, ne? Ich dachte, ich mache hier richtig schön weit unten den Fallschirm auf. Klatsch einfach auf den Boden. Ich bin halt einfach schon ewig nicht mehr wirklich Fallschirm gesprungen da, ne? Das ist... Hä? Hat der Heli sich geändert? Der war doch gerade noch anders. Willst du mich ver... Spielt meine Wahrnehmung mir hier einen Streich, oder? Das war doch gerade noch der gleiche Heli wie vor unserem Tod. Und jetzt ist es ein anderer. Das ist ein blödes Little Bird-Ding. Unbewaffnet auch noch. Na gut, dann... Neue Taktik. Feuer frei. So. Wir haben alle erwischt. Gut gemacht. Gut. Leise, sehr gut. Problem ist, wenn ich den
können wir schon sehen, wo wir den Laster hinbringen müssen. Normalerweise ist da ja immer, liegt da immer ein rotes Bengalfeuer rum. Dreifache Ausfertigung. Da. Okay, da muss nach Osten, Ost-Südost. Der Laster steht hier. Ich würde einfach schnurstracks mit dem da rausfahren, Berg runter. Ich hoffe, dass er sich nicht versteckt. Das ist ein Haufen Steine. Also wenn ich hier den Berg runter, könnte ich es schaffen. Da raus, zwischen den Felsen hindurch, da runter. Dann unten auf die Schienen. Oder auf die Straße, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Wir brauchen Ablenkung. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver auf jeden Fall. So, C4. C4. Die brauchen wir hier nicht. C4, C4, C4. Ja gut, die guten C4. Die guten C4s brauchen wir jetzt nicht hier. Hier ist es. Ich hoffe, die kriegen das dann auch mit. Oder ich mache es mit Angriffsmarkierer und hoffe einfach, dass die nicht auf durch magische Art und Weise wissen, wo wir sind. So. Geht der überhaupt so weit? Ja, sehr gut. So, nicht dahin, sondern da vorne hin. Einfach nur, damit die denken, wir sind da. Haben sie mitgekriegt, sehr gut. Da hinten auch. Jawohl, die gucken alle in die Richtung. Aber die hinten haben es nicht mitgekriegt. Schlecht. Aber das dauert jetzt eh zu lang, bis der wieder am Start ist. Ziel auf den Scharfschützen. Komm, vergiss es. Alter. Der hat aber lang gebraucht. Ach stimmt, weil sie schon in Aufruhr sind im Grunde und dann brauchen sie mehr als zwei Schuss. Ja, stimmt. Ansonsten brauchen sie ja nur zwei Treffer. Oder einen Headshot halt. Bei Wildlands war es schlimmer, da haben sie nur einen Schuss in den Fuß gebraucht, wenn sie noch nicht aufgewühlt waren. Aufgerührt. So. Kann das auch? Ich bin ja Echelon. Ich hab noch die Tarnung. Warum mache ich mir so einen Stress? Oh Gott. Guter Schuss. Wobei. Ist auch keiner da. Ist schlecht, dass sie das nicht mitgekriegt haben. Und die Scharfschützen haben wir ausgeschaltet. Die kriegen den Laster, glaube ich, nicht so schnell klein, wenn sie nicht... Ach, Mann. Alles klar. Was haben wir denn hier? Alter Schwede. Ziel auf den Minigun, ne? Roger, bringe mich in Stellung. Okay, bereit machen. Ach, Alter. Feuer. Okay, Ghostlead. Alles sauber. Solide Arbeit. So geht das, Boss. Direkt geht's ab. Funker! Zieht auf den Funker. Funker ist schlecht. Funker means bad company. Der Funker ist so gut wie tot. Ghostlead, Fight ist weg. Scheiße. Schlecht. Ich verschaffe mir einen Überblick. Das verschafft uns einen Vorteil.
So. Wir wissen aber nicht, wo wir sind. Der darf auf keinen Fall Alarm schlagen. Feuerfrei. Hat er ihn erwischt? Ja, er hat ihn erwischt. Sehr gut. Letzter Funker, bitte erneut melden. Ach, Tarnung habe ich doch. Ich vergesse es immer. Überraschung. Och, Alter, muss ich jetzt... Ernsthaft? Ernsthaft? Der muss den Raketenwerfer wegpacken, um die Tarnung zu deaktivieren? Ernsthaft? Ich bin wirklich schockiert. Jetzt geht die Folge schon wieder länger als 20 Minuten. Das ist... Ach, und ich bin verletzt. Team, Feuer frei. Feuer frei! Ich brauche einen Safe Spot, um mich zu verarzten. So. Der muss den Raketenwerfer wegpacken, um die Tarnung zu deaktivieren, um kurz an den Gürtel zu greifen. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Kannst du dir nicht ausdenken. Oh, scheiße, was sieht dies weg? Und Fury auch. Okay. Okay, und man schaltet mal wieder drauf. Alter, Alter. Schauen wir mal. Einer steht da. Ganz viele. Darum. Nirum Larum Löffelstiel. Hallo. Anyone else want some? No. So, das ist der. Wenn ich dich finde, wirst du für deine Morgen büßen. Hallo. Findest mich aber nicht. Schon blöd, wenn man blind ist, ne? So, wo liegen Fury? Vasili? Hat der mir jetzt die Bandage vom Bein geschossen? Nee, zum Glück. Vielleicht sind da ein paar Gefangene in dem Käfig da drin. Ich weiß, wo der Raketenschütze steht. Oh, hallo. Der steht nämlich da oben. Beziehungsweise stand da eben. Oh shit, das Ding sieht mich. Oh shit, 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 lauf, Nomad, lauf! Das war böse. Garage ist. Ist noch am Bein? Hey, du Witzka, ohne die Tarnung wäre ich schon so tot. War sowas von. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt einfach den LKW und versuch's auszuschaffen. Jo. Jo, Mann. Ich bin da, Fixit. Alles klar. Danke, Boss. So, Fixit ist wieder im Spiel. Da vorne liegt Vasili. Denken wohl, dass wir weg sind. Wo ist Fury? Keine Ahnung. Haben wir noch eine Kiste? Bin bereit. Kampfdrohne unterwegs. Mehr Feuerkraft ist immer Drohnengenerator da. So, das war auf jeden Fall die Sache mit den Geschütztürmen. Granate kommt! Okay.
So, von da oben hat immer noch einer geschossen. Da. Nice, Ghostly. So, schauen wir nochmal. Schützturm ist egal. Drohnen sind nicht in Reichweite. Da oben. Könnte noch gefährlich werden. Wo ist der? Sehe ihn nicht. Ja komm, der wird uns auch nicht gefährlich. Gut. So. Und jetzt. Och, Alter. Ich wollte mich doch verarschen. Ein Schuss, ein Treffer. Die Drohne hat keinen Saft mehr. Ich schieß hin. Machen wir es mal interessant. Geschieht wieder, Ihnen recht. Ist wieder eine Bandage vom Bein geflogen, leider. Aber. Bewegung! Ich komm schon hinterher! So, sind das hier die? Ah, ich hätte mir nichts. Ist das hier, wo ich runter wollte? Ist es da, wo ich runter wollte? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube da. Schön vorsichtig, nur nicht den Laster schrotten. Das wäre jetzt äußerst ungünstig. Heieiei. Möp, möp, Motherfucker! So, wo ist das? Da vorne. Das war nicht gerade smooth, aber ja, war ja schon cursed von Anfang an. Dang it. Zwei dumme Fehler. Einer, der vermeidbar gewesen wäre. Und einer, ja, den ich einfach nicht wusste. Ich wusste nicht, dass er den Raketenwerfer wegpacken muss, um die Tarnung zu deaktivieren. Ich wollte halt die Tarnung, wollte ganz cool die Tarnung deaktivieren, Raketenwerfer schießen, wieder aktivieren und ja. Ist nicht so gut gelaufen. Gut, so, aber wir haben jetzt zwei Fraktionsmissionen erledigt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.